Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, eine Weile nichts gehört, aber wir sind trotzdem voll dabei, voll im Gange. Und ja, heute zeige ich euch nochmal was zum Kalkstreuen, habe auch die Drohne eben nochmal fliegen lassen. Dann erkläre ich nochmal kurz, was das hier soll, was noch so ansteht und wie es mit dem Wetter aussieht. Also bleibt dran, geht gleich los. Ja, warum schon wieder kalken? Ja, ganz einfach, weil der pH-Haushalt noch nicht da ist, wo er sein soll bei einigen Flächen. Und da müssen wir was machen. Ich habe hier mal meinen Bodenkoffer mitgebracht. Den habe ich mir in diesem Jahr zusammengestellt. Und ja, ich würde sagen, gucken wir einfach mal rein, was wir da alles haben. Selbstverständlich einen Spaten. Ganz wichtig, wichtigstes Tool. Dann habe ich mir hier mal so eine Bodensonde organisiert. Das Tolle an der Bodensonde ist, ihr könnt dann einfach mal durch den Boden stechen und er zeigt euch direkt an, ob das hier von der Verdichtung noch, ja, ob es gut ist für die Pflanzen, nicht mehr so gut oder roter Bereich eine Katastrophe. In den Boden stecken und in dem Moment, wo ihr hier drückt, ist immer mit einer Hand ein bisschen blöd. Seht ihr, wir sind hier im grünen Bereich. Wird auch nicht mehr. Jetzt wurde es etwas mehr. Ja, jetzt haben wir eine Verdichtungsschicht. Aber ja, dazu später mehr. Und was ich hier auch noch habe von meinem letzten DLG-Boden-Fruchtbarkeitsverbesserungsseminar, wo es im Wesentlichen um Kalk ging, hier ja, mal so ein Set zum groben Überprüfen, wie es denn um die Böden hier steht. Das zeige ich euch jetzt direkt mal. Das heißt, ihr nehmt euch jetzt einen Spatenstich. Vielleicht nicht unbedingt vom Vorgewende. So, hier auf der Fläche wurde noch ein bisschen Mist ausgebracht, was sozusagen noch über war. Das kratzen wir erstmal ein bisschen weg. Kaum zu glauben, aber hier ist noch ein bisschen Feuchtigkeit drin. Hier mal so einen Bodenstich raus. Also man nimmt sich hier so eine Mischprobe Boden und macht die da rein und dann kommt der Indikator dazu. Tropp, tropp, alles daneben, wunderbar. So, das braucht jetzt eigentlich erstmal ein Weilchen, bis es ja fertig reagiert hat. So, in der Zeit gehe ich mit dem anderen Indikator, ja, leider steht hier überhaupt nicht drauf, was es jetzt ist. Ich habe es auch vergessen, was drin ist. Sicherlich irgendeine ziemlich saure Lösung. Ja. Entschuldigung für die langen Haare, aber man darf ja nicht mehr zum Friseur gehen. Das ist die sogenannte Corona-Matte. Auf jeden Fall ist das hier eine ziemlich ätzende Lösung. Damit kann man das freie Calcium, frei verfügbare Calcium überprüfen. Also wenn ihr jetzt auf einer Bodenprobe von euch diese Lösung aufgebt, dann müsste es im Idealfall ein wenig sprudeln, schäumen. Ja, schäumen ist gut. Aber ihr könnt auch die Wirksamkeit von dem Kalk, den ihr habt, damit überprüfen. Das heißt, ich versuche das hier mal darzustellen. Jawohl, seht ihr? Also das sprudelt wie Sau und das ist der Beweis dafür, dass dieser Kalk auch reaktiv ist. Kann man also was mit anfangen. Ja, das ist hier sowieso ein Brandkalk, das heißt, von der Kategorie her ist er der reaktivste, den es gibt, also am schnellsten wirksam. Vielleicht nicht unbedingt so langanhaltend. Aber für mich ist das jetzt erstmal hier beim Aufkalken unter den finanziell nicht ganz so einfachen Bedingungen nach zwei Dürrejahren die günstigste Lösung. So, jetzt ist hier der Test auch soweit durch, denke ich mal. Man muss das hier ein bisschen schräg stellen, damit die Farbe dann anfängt zu laufen. Ja, und es kommt schon so langsam. Es ist sehr gut erkennbar, dass wir es hier auf der Fläche mit einem
pH-Wert im orangenen Bereich zu tun haben. Also um die 5 ist der pH-Wert und das ist nicht ideal. Es ist natürlich stark abhängig davon, was ihr hier für einen Boden habt. Das ist halt auch ein sehr sandiger Boden und sandige Böden sollen einen pH-Wert zwischen 5,7 und 6,2 oder sowas haben. Also ich versuche hier die Flächen alle um die 6 im pH-Wert zu kriegen. Hat einen Haufen Vorteile, was Nährstoffverfügbarkeiten angeht, gerade Phosphor, wichtig für den Maisanbau. Und auch fürs Bodenleben, denn Bodenleben hat eigentlich erst so richtig Laune im Bereich von pH-Wert 7. Oh, mein Kollege hier mit dem Kalkstreuer. So, das ist übrigens unser Kalkstreuer, Baujahr 97. Funktioniert eigentlich ganz gut. Das zeige ich euch dann mit den Luftaufnahmen, die ich mit der Drohne gemacht habe. Jedenfalls hier pH-Haushalt von 5 circa ist auch der Wert der letzten Bodenproben. Und das ist ja grundsätzlich zu sauer. Gerade jetzt, wo die Düngeverordnung auch schärfer wird, ist es immer wichtiger, Nährstoffeffizienzen zu steigern. Ja, also gilt nicht nur für Phosphor, gilt auch für Stickstoff. Wir müssen hier auf unseren Böden pH-Werte um die 6 erreichen, damit, damit wir das Potenzial auch ausschöpfen. Ist auch wichtig für die Bodenstruktur. Wenn der Boden zu sauer ist, funktioniert das alles nicht. Und auch sehr wichtig für den Wasserhaushalt. So, das nochmal zum pH-Haushalt. Ja, ich verlinke euch nochmal den ersten Vlog, den ich schon im letzten Jahr dazu gemacht habe. Das ist ein Brandkalk. Brandkalk, sehr reaktiv, sollte man nicht mit hochstickstoffhaltigen anderen Dünger zusammen ausbringen. Das heißt, hier ist ein Teil der Fläche, wie gesagt, mit dem Mist ausgebracht. Hat sich jetzt hier nicht anders machen lassen. Ein bisschen blöd, aber ja, ist halt so. Das heißt, muss ich mal noch gucken, ob ich den Mist erst noch einarbeite und ob wir dann, wenn das alles ein bisschen abgetrocknet ist, was ja kein Problem ist bei dem Wetter, Kalk gestreut wird oder ob ich den Kalk da jetzt auslasse, muss ich mir immer noch Gedanken machen. Könnt ihr ja mal selber sagen, wie ihr das praktizieren würdet, wenn ihr mich fragt. Der Mist hier, der ist so trocken. Also wenn Kalk oben drauf steuern, reagiert da erstmal gar nichts. Wahrscheinlich erst beim nächsten Regen. Und die aktuellen Gegebenheiten, wir haben jetzt schon, ich weiß nicht, 2 Wochen keinen echten Regen gehabt und wie es aussieht, haben wir die nächsten 2 Wochen auch keinen und die Maisaussaat steht jetzt an. Jetzt stehe ich so ein bisschen vor dem Optimierungsproblem. Setze ich mehr auf Bodenlockerung, denn Böden sind teilweise verdichtet, wodurch auch immer. Es gibt da viele Ursachen. Sicherlich auch ein Teil eigenverschuldet. Die Verdichtungen sind natürlich nicht gut fürs Pflanzenwachstum. Und es ist natürlich auch wenig Sauerstoff dann im Boden. Insgesamt alles nicht so optimal und ich gehe jetzt hier die einzelnen Flächen ab mit meiner Bodensonde und drücke hier immer mal versuchsweise. So, also das geht alles noch. Hier geht es richtig gut durch. Und jetzt kommen wir halt im Bereich, wo wahrscheinlich, ja, das ist unser Hauptbearbeitungshorizont. Und danach geht es halt dann relativ schwer, aber viel tiefer könnte ich jetzt eh nicht lockern. Wenn ich das hier rausziehe, dann sind das, wenn man das abliest, 3 Kästchen, sogar ein Ticken mehr. Das heißt, das sind gute 35 cm, wo ich eigentlich relativ lockeren Boden habe. Und selbstverständlich werde ich einen Teufel tun und hier pflügen. Gab es ja letztens wieder nach dem letzten Vlog so einen Aufreger von irgendeinem, der gemeint hat, oh, wieder nichts gelernt. Was fliegt ihr da rum? Ja, ich habe ganz klar im Video gesagt, das ging um 3 Hektar und versuchsweise auch 1 Hektar dafür für den Maisanbau. Und werden wir selber sehen, was dabei rauskommt. Aber wenn ich von 150 Hektar 1 Hektar pflüge, dann muss ich mir da nicht dumm kommen lassen. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier überall rum und messe meine Böden mal so grob durch, wo Verdichtungen sind. Und werde entsprechend die Bearbeitungstiefe mit dem Grubber reduzieren. Das heißt, da, wo ich gepflügt habe, da wird es einen Versuch geben. Flugsaat, Mulchsaat, also
gegrobert. Und zwar in drei verschiedenen Tiefen, 10, 20, 30 cm. Und ich bin gestern noch eine Runde mit mehr oder weniger Glyphosat gefahren, wo wir eine Direktsaat-Variante dann fahren werden. Von daher ist dann auch mal alles mit dabei. Die guten Direktseher, man kennt ja den einen oder anderen, die werden natürlich sagen, ja, das geht natürlich jetzt so nach einem Jahr, sieht man da nicht die Ergebnisse. Das ist eben alles dann nicht optimal drauf eingestellt, sei es jetzt die Verdichtungen, die dann da vielleicht noch aus dem letzten Jahr drin waren, oder dass eben der pH-Haushalt vielleicht nicht optimal ist und überhaupt die Nährstoffe nicht im Einklang nach Kinsey-Untersuchungen sind. Und alles richtig, aber irgendwann muss man ja auch mal anfangen. Und wie gesagt, ich sehe schon, dass wir hier in Zukunft mit mehr Dürren zu tun haben werden. Und so oder so finde ich Direktsaat sehr interessant. Aber es ist eben ein Prozess und ich kann nicht den ganzen Betrieb mit einmal umschmeißen auf Direktsaat. Eine andere Sache ist eben auch noch ein Problem, dass wir den Mais ab Feld verkaufen und, sag ich mal, so ein bisschen nicht in der Hand haben, wie das dann geerntet wird. So einfach wird das nicht werden, hier ein Lohnunternehmen zu finden, das auf der kompletten Maschinerie eine Reifendruckregelanlage drauf hat. Weil letztendlich brauchst du die, wenn du mit den großen Maismulden hier Tonnagen fährst. Grundsätzlich Direktsaat hochinteressant. Muss sehen, wie sich das langfristig hier umsetzen lässt. Werde da anfangen, Versuche zu machen. Entsprechend den Boden jetzt in Gang bringen, dass das auch alles passt. Boden muss sowieso passen, ob nur Direktsaat oder nicht, aber bei der Direktsaat merkt man es eben deutlicher. Das war es dann erstmal dazu. Ich renne hier mal kurz rüber vom Ablauf für die, die jetzt nichts mit Landwirtschaft zu tun haben. Den Kalk, den laden wir, beziehungsweise ich bringe mal meinen Arbeitskollegen hier raus ins Feld. Der lädt sich dann mit dem Teleskoplader selber den Traktor auf, weil sonst würde ich zwei Drittel meiner Zeit im Teleskoplader Däumchen drehen. Oder eben andersrum, und so sieht das dann hier eben aus. Ja, macht sich dann die eine schon immer fertig und wackelt dann zur Maschine. Ich wünsche euch viel Spaß damit, falls ihr nicht von zu Hause rauskommt und jetzt in der Corona-Krise zu Hause sitzt. Ich muss ehrlich sagen, da bin ich jetzt als Landwirt mal, ja, würde schon sagen, im Vorteil mit meiner Berufung, weil ich darf ja raus und ich darf hier meine Sachen draußen im Feld machen. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendeinen anstecke, und bis jetzt hat mich auch noch keiner angesteckt. Wir haben auch von der Landwirtschaft her im Prinzip keine Auswirkungen bis jetzt zu spüren dadurch. Außer dass alles ein bisschen ruhiger abläuft. Was viel mehr Auswirkungen hat, ist eben das Wetter, und es ist schon wieder ziemlich trocken. Jetzt schauen wir mal nach vorne. Entscheidend wird ja eh der Monat Mai, und für den Mais der Juni. Also bis dahin, viel Spaß!